Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, hier zum 68. Robopalooza. Unser Sponsor Megatron schon im Ring. Wir warten gerade noch auf unsere ersten Kontrahenten. Hier ist auch schon der erste Ultron Gamarana oder Ultra Gamma, wie man ihn auch immer gerne nennt. Ein Reject aus der Umbrella Corporation, wurde erschaffen, um eigentlich ursprünglich Zombies zu eliminieren. Hat gemerkt, dass er seinen Job darin nicht so geil machen kann. Also ist er zum Profi-Wrestling übergewechselt. Mit seinen Moves und seiner Klaue. Sehr gefürchteter Gegner, sehr gefürchteter Challenger, gerade heute hier. Das Publikum ist auch schon komplett aus dem Häuschen heute. Wir warten jetzt auf den Kontrahenten. Lässt sich wie immer ein wenig mehr Zeit hier in Halle R1. Unser Sponsor Megatron wieder sehr, sehr gereizt. Man sieht es ihm an. Hat nicht unbedingt die Laune, an so einem Tag in seinem Ring zu stehen und darauf zu warten, dass die Kontrahenten endlich mal ihren mechanischen Arsch nach draußen bewegen. Und gerade Megatron, der sich denkt, meine Güte, hätte ich damit bloß Starscream beauftragt, der hätte das schon längst erledigt. Nur damit er mir sagen kann, dass er es nicht macht. Aber da ist auch schon unser Kontrahent, der amtierende Champion. Es ist auch, sieht ein bisschen aus wie Bastion, ist es angeblich auch. Manche sagen, er ist ein Reject aus Star Wars Episode 1. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Du endest in Overwatch und schlicht und ergreifend wirst danach Wrestle Champion. Ist jetzt Flex da und winkt der Meute erstmal zu. Ist alles, die Meute ist ganz aus dem Häuschen. Alles super gerade gechillt hier, wenn man nicht auf Roboter steht. Nun aber warten wir darauf, dass der Ringrichter das Megatron die Runde freigibt und das Match beginnen kann. Aber Bastion denkt sich erstmal noch so, ja, erstmal noch weiter großartig meinen Zuschauern applaudieren. Ein großartiger Fan, ein großer Fan seiner Fans, ein Fan-Fan könnte man sagen. Jetzt muss ihm aber erstmal der Titel abgenommen werden, denn sonst gilt das als nicht legal und würde ihn denn quasi instant disqualifizieren. Ihr wisst ja, ne, auf einmal schlägt man mit einem Belt zu und das ist nicht unbedingt legal. Sowas gehört sich nicht im Großen und Ganzen. Und wir warten jetzt eigentlich nur darauf, dass der Ringrichter endlich die Runde freigibt und sich beide Kontrahenten gegenseitig die Schrauben und Muttern aus dem Gehäuse prügeln. In diesem Moment nochmal ein kleines Wort an unseren Sponsor Ford nicht. Wenn ihr etwas sucht, das Fortnite ist, aber nicht ist, dann ist Ford nicht genau nicht das Richtige für sie. So, die beiden Kontrahenten sind bereit für den Kampf. Ultron macht sich nochmal lang, zeigt seine Klauen, zeigt seinen Gabelstapler. Verheddert sich fast in seinem eigenen Ring, ist kampfbereit und Bastion denkt sich, ja, ich bin eine Krabbe. Ich bin eine mechanische Krabbe. Look at my chest. Ich bin eine Krabbe, ich bin ein Bot. Ich bin eine Krabbe und ich bin ein Bot, sagte Bastion damals schon immer. Die Zuschauer können sich kaum noch im Häuschen halten. Alles ist, die Bude bebt. Und Megatron denkt sich schon, ja, nee, wir starten. Und Megatron gibt zum Startschuss frei. Beide Kontrahenten gehen aufeinander los im Krabbenmodus. Ultron erstmal zeigt seine... Oh, wird da getrippt, während er seine Dance-Moves ausführt. Das ist sehr, sehr bitter für ihn. Schwerer Start. Bastion lässt sich das... gönnt sich keine Zeit. Wird direkt weiter aggressiv. Wenn Ultron weiter anfängt zu tanzen, tanzelt Bastion um ihn rum, denkt sich die Krabbe... Jetzt fühlt das Mr. Krabs. Dabbt auf ihm. Jetzt fängt er an zu dabben. Jetzt haben wir tatsächlich alles. Oh, die straight voll daneben. Und Ultron fällt erneut. Schafft es, nein, er schafft es nicht, sich wieder aufzustellen. Da wird Hilfe von außen benötigt. Das ist peinlich. Das ist wie wenn Mutti dir mit dem Lätzchen das Gesicht abwischt. Das will man nicht, dass das gesehen wird. Aber jetzt wieder Ultron mit seinen Dance-Moves. Bastion versucht, hinten an ihn ranzukommen und ihn zu schubsen. Das ist eine sehr illegale Technik. Zusammen mit dem Dab. Und jetzt fangen sie an, sich zu knuddeln. Das hätte ich nicht gedacht, dass das im Ring passieren würde. Und Bastion dabbt einfach weiter. Während Ultron weiter durch die Gegend swaggt. Was gewinnt hier? Dab or Swag? Swab or Dag? Daggen or Snabben? Das werden wir nie erfahren. Das Match ist noch lange nicht vorbei. Die Runde hat gerade erst begonnen. Beide Kontrahenten schenken sich nichts. Swag gegen Dab. Bastion gegen Ultron. Ultron weiter mit seinen Moves. Der Dab versucht zu treffen. Haut ihn dabei allerdings selber um. Sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlicher Move. Sowas macht man in der Regel. Da hat er versucht, ihm ans Bein zu pinkeln. Das ist nie. Jetzt macht er den Move. Oh nein. Der gefährlichste aller Moves. Oh, was war das?
kleine Fehlfunktion an sich selbst. Das passiert den größten Menschen, auch den größten Robotern passiert das. Während Ultron weiter versucht, sich durch den Ring zu swaggen, sammelt Punkte bei den Fans. Während Bastion versucht, ihn an den Eiern zu packen. Das ist ein sehr illegales Manöver. Ich weiß nicht, ob die Ringrichter das anerkennen werden, ob die das anerkennen würden. Und da haut er, da suplext er sein Knie. Das ist die erste Runde an Bastion. Das ist unglaublich, meine Damen und Herren. Ich hätte nicht gedacht, dass mit so einem Move das die erste Runde entschieden wird. Aber Bastion denkt sich, nein, Bastion ist einfach da. Er swaggt durch die Gegend, während Ultron versucht, sich Style zu verschaffen bei den Homies. Problem ist, seine Homies sind sehr, sehr abgetan von seinem aktuellen Kampfstil. Was das ist, wissen selbst Experten nicht. Bastion weiß selber nicht, was er da tut. Deswegen krabben sie jetzt gerade erstmal voneinander weg, versuchen Entfernung voneinander zu kriegen, während Bastion weiter vor sich hin deppt und versucht, ihm einen Arsch zu haben. Also es ist ja hier. Also Bastion, wir machen hier aber Moves und er haut ihn um. Das ist... Oh, da müssen wir aber den Ringrichter nochmal konsultieren. Das sah mir nicht unbedingt legal aus. Bastion nun eindeutig in Führung. Ultron versucht noch irgendwie was zu retten mit seinen Moves. Eindeutig der Fan-Favorite mittlerweile. Er versucht immer wieder denselben Move in der Hoffnung. Oh, da kommt der Swiggity Swoody. Der gefährlichste aller Moves. Niemand hat den jemals überlebt. Aber Bastion... Oh, der Swiggity Swoody. And he's comes for the booty. Und da hat er ihn. Suplext ihn. Unnormal. Sehr gefährlich, sehr böse. Da hat sich Bastion gedacht, so, das war für Star Wars Episode 1. Und Ultron dachte sich, na toll, jetzt liege ich hier. Dann stehe ich halt mal wieder auf, würde ich sagen. Und dann steht er wieder. Und so geht die Runde weiter. Oh, jetzt tauntet er ja auch noch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Normalerweise tauntet man nicht der Swiggity Swooty again. Er will ihn offenbar echt in zwei reißen. Bastion ganz aggressiv für heute. Während sich Ultron einfach nur denkt, ich sammle einfach weiterhin Swag-Punkte, du kannst es nicht verhindern. Bastion umgeschmissen, da kam der Nerfhammer von oben, ganz weit von oben. Also jetzt fühlt sich Bastion direkt schon wieder wie Mercy. Oh, hat er ihn? Nein, er hat ihn nicht. Er versucht es wieder mit dem Swiggity Swoody. Da greift ein Ringrichter ein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das muss illegal sein. Das können wir doch so nicht durchgehen lassen, meine Freunde. Der Swiggity Swoody, er will ihn umbringen. Er lässt ihn am Leben. Er hat sich gedacht, super, ich lasse euch am Leben. Aber diesmal verhängt sich Bastion im Seil. Und wieder ein Ringrichter sagt sich, na gut, dann helfe ich dir halt. Dafür werde ich halt bezahlt. Und da steht er wieder. 1A im Turret-Modus. Während ihn versuchen, 6 Noobs einfach umzubolzen, was nicht funktioniert. Und da hat er ihn. Er hat ihn, aber er wehrt sich. Und er suplext ihn. Es ist wie Chris Redfield an Weihnachten. Nur mechanischer. Unglaublich brutal hier. Nun kommen wir hier zur finalen Runde. Bastion steht kurz vorm Sieg. Er will den Sack jetzt zumachen mit dem Swiggity Swoody again. Und er macht den Finisher Move. Lässt ihn da liegen. In seiner eigenen Schmach. In seiner eigenen Hoffnungslosigkeit. Bastion tauntet ihn, indem er einfach rumballert und rumdenkt. Ultron, was hat Ultron davor? Macht er den Spy? Oder, nein, nein, Megatron ruft die Runde aus. Wenn Megatron das sagt, dann ist das Gesetz. Bastion verbeugt sich oder repariert sich selbst. Je nachdem, wir wissen es noch nicht. Während Ultron daneben steht und in seiner eigenen Schande schmoren muss. Er steht da, hebt allerdings seine Arme und zeigt nochmal Karate-Moves, die er so nicht verwenden konnte, weil die nicht genügend Style haben. Das fand Megatron offenbar nicht interessant. Hätte ihn fast eine verpasst dafür. Kämpfen sie weiter? Denkt sich Ultron? Nee, das war... Nein, nein, da, nur falscher Alarm. Falscher Alarm. Jetzt wollen sie nur kuscheln. Seht ihr selbst auf dem Schlachtfeld. Selbst im Ring kann Liebe blühen, sagte Solid Snake 1. Auch wenn Solid Snake hier absolut nichts mit zu tun hat. Nur Megatron, Ultron. Und da kriegt er auch sein kleines Plastikbändchen wieder, das ihm zeigt, du hast das geschafft. Du kannst es sein. Nur du kannst es tun. Oh, Bastion. Na hey, Schusch, Leute. Vielen Dank fürs Ansehen. Falls ihr euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch bitte ein Like oder einen Kommentar. Oder, na, ihr wisst schon, ne? Wie man abonniert, das wisst ihr selber. Da muss ich euch nicht großartig noch drauf hinweisen. Was ich euch allerdings noch sagen möchte, diesen Samstag, den Sekunde, den 4. August, findet ein kleiner
Back to the Past Livestream statt. Um 15 Uhr geht das los auf Twitch. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Wir werden nämlich mal so meine ganz alten Videos einmal durchgucken auf Twitch, also via Twitch, und schlicht und ergreifend meinen ganz alten Kanal nochmal ein bisschen analysieren, und ich werde dann so der Audiokommentar-Typ sein, den man in DVDs immer wegdrückt, also der Typ in etwa. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da einschalten würdet, und ja, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute.